He said it's just 3 kilometers. Willkommen zum dritten Teil meines Marokko-Abenteuers. Über Errichida ging es weiter in Richtung Sahara. Solche Polizei-Checkpoints gibt's ziemlich oft, eigentlich in jeder Stadt in Marokko, wurde aber nie von denen behelligt. Hier brauchte ich jetzt erst einmal Wasser und Brot, um in die Wüste zu fahren, damit ich ausgerüstet bin für den Fall des Falles. Und ziemlich oft wollten die Leute ein paar Fotos machen. Mit dem Motorrad, zum Teil mit mir. Or like this. This? Or like this. Die ersten Kamele. Und nun endlich in der Wüste. Die Wüste hat ganz verschiedene Formen. Es gibt sie ganz flach, so wie hier. Es gibt sie auch in Steppenform, so mit leichtem Bewuchs, steinig. Aber umso weiter man südwestlich kommt, wird es immer sandiger. So schön hier. Ja, mein Gepäck wog doch einiges. Da war es nicht so leicht, das Ding wieder aufzuheben. Da musste erst mal ein bisschen was ab. Ja. Ja, auf der Seite, Öl im Zylinder. Ja, aber sie ist gestattet. Ja, es geht wieder vorbei. Habe ich schon mal gehabt, so vor 2 Jahren in Italien. Naja, sollte gut sein. Klingt gut. Schauen wir mal. Ich hatte jetzt hier ein anderes Problem. Mein Freund Dennis hatte mir eine Wegbeschreibung per PDF gegeben von einem ganz tollen Wüstencamp, zu dem ich eigentlich hinfahren wollte, habe aber die Beschreibung nicht richtig gelesen. Und jetzt war ich ca. 100 Kilometer von dem Einstiegspunkt auf die Wüstenpiste entfernt. Und es sollte in ca. einer Stunde dunkel werden. Da hieß es Gas geben. Und ich hatte gar keine Ahnung, wie weit das Camp dann noch von der Straße aus durch die Wüste entfernt sein sollte. Ich tippte auf 10, 20 Kilometer. Wer sich wundert, dass ich im Hintergrund manchmal Englisch quatsche, ja, ich wollte das Video ursprünglich mal auf Englisch machen, aber ich bleib bei Deutsch. Ja, da kann man schon 120 fahren durch die Wüste. Aber man muss immer auf Überraschungen gefasst sein. Kimmel hier. Dort wird nur hinkommen. Der Einstieg zur Wüstenpiste. Aber die Sonne war schon weg. Naja, die paar Kilometer bis zum Camp, die schaffe ich auch noch, dachte ich mir. Ich musste jetzt hier Wegpunkten folgen. Rechts den Sprung weiter Richtung
die auf dieser PDF-Datei beschrieben waren, mit Bildern zum Teil. Im allerletzten Tageslicht hoffte ich, das Camp zu erreichen. Aber es wurde dunkler und dunkler und kein Camp kam in Sicht. Am Ende war es stockfinster und in der Wüste ist es wirklich stockfinster schwarz. Nichts zu sehen. Ich beschloss also, in der näheren Umgebung mein Zelt aufzuschlagen. Hey! Ah, 3 kilometers. I'm following the good old Mercedes. So, ich bin hier mitten vom Nirgendwo. Hab das Camp nicht gefunden. Aber diese netten Leute hier mit dem Bus haben mich mitgenommen zu ihrem Haus. Und jetzt werde ich hier verpflegt und kann hier übernachten. So. Das ist Mohammed. Hey. Sein Vater und noch ein paar andere Leute. Wir laden hier das Heu ab. Ich wollte ein bisschen helfen, aber sie lassen mich nicht. Die guten Leute sind übrigens vom Stamm der Berber. Das ist Honey. Was seid ihr? Was seid ihr? Keine Ahnung, was es ist, aber ich esse es. Mein Übernachtungsplatz. Sie hatten zwar keinen Strom, aber WLAN. Und zwar direkt unter dem Router habe ich mein Zelt aufgeschlagen. So, bin ich wieder hier beim Frühstück. Gibt es irgendwas Süßes? Weiß nicht, was es ist. Das ist scheinbar Käse vom Ziege. Marmelade. Das hier ist irgendein Sirup, denke ich. Und Tee. Natürlich. Gibt es noch Öl. Olivenöl oder sowas. Suppe gibt es auch noch. So, Kaffee gibt es auch noch. Was ist. What's this? Das ist Cheese oder. Cheese. Ah, das ist also Käse. Und was immer sie dir hier geben, du musst es essen und dabei lächeln. Wer weiß, was es ist, aber du musst es essen und musst dabei lachen oder dich freuen. Ja, gibt auch noch frische Milch. Ich nehme noch so ein Ding hier. Irgendeine Form von Gebäck. Ist süß, schmeckt gut. Und das ist eine Art Buttermilch. Joghurt. Buttermilch. Macht er da aus dem Ding, ja. Das war warme Milch. Das ist scheinbar Anis. Wird in Tee reingemacht und einen Kaffee.
Mal schauen, wo die Schafe sind. Ah, ja. Das ist die Babys. Ja, die ganz kleinen sind hier. Die kleinen bleiben hier, dann kommen die großen von ganz allein zurück. Die sind irgendwo da draußen. So, sein Motorrad. Apollo. Das Motor ist Kubik, Zentimeters, how much? Ja, das ist 125. Das ist 125er. Das ist 125. Das Wasser kommt von hier runter. Regime, ne? Gemüse, Vegetables, ja, da ist der Water, Flaschen, Pfefferminz haben wir hier, Pfefferminz, das ist Lauch, oh, die sind ganz scharf hier, diese Stacheln, tut richtig weh. Solaranlage gibt es auch, für Strom, das Auto hier. Renault, das gute Stück hier extra abgedeckt. Der Mercedes-Bus gestern, der hatte auf dem Tacho stehen 450.000, aber möglicherweise gehört da noch eine 1 davor oder eine 2 oder noch mehr. Ja. Mohammed und sein Baby. Adam. Ne? So, bin hier mit Mohammed. Das sieht aus wie viermal die Woche Fitnessstudio und ich hier. Ja. Aber er ist doppelt so viel wie ich. Ja, die sehen alle so aus hier, als gehen sie viermal, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio. Aber ich habe hier keins gesehen. Das Fitnessstudio ist hier. Ganzen Tag Arbeit. Ja. So, ich fahre jetzt weiter. Diese Richtung, 30 Kilometer, das ist ein Camp, was Freund Dennis mir empfohlen hat. Hier, Schweizer Taschenmesser mit. Adios, auf Wiedersehen. Very nice, your hospitality, family, water. Ich muss nur durch dieses Stück hier. Da vorne wird es fest und da vorne ist ein Weg. Also Mohammed sagte, von seinem Haus soll das Camp noch ca. 30 Kilometer entfernt sein. Bis dahin hatte ich ja schon über 30 Kilometer durch die Wüste zurückgelegt. Übrigens kein Handynetz hier. Sehen mein Satellitensender noch aktiv ist. Batterie hat. Ah ja, hat noch halb volle Batterie, okay. Mein Garmin InReach. Hab mich jetzt entschieden, doch mal etwas Luft aus dem Reifen rauszulassen. Weil, ja, hier ist noch mal ein bisschen sandig und so, brauchen wir ein bisschen Grip. Ich bin zwar bis jetzt gut gekommen, aber naja, ich lass mal ein bisschen raus.
Uhr. Oh. Shit. Da hatte ich also offensichtlich die richtige Fahrtechnik noch nicht drauf. So, benutze ich gleich mal die Gelegenheit und geh mal zur Toilette. Die Toilette ist da drüben. Einmal so ein richtiges schönes Sandfeld kurz vor einer Ortschaft, die sich da hinten abzeichnet. Civilization. Saddam. Da war? Bien. Laut der PDF-Wegbeschreibung kommt da übrigens kein Dorf. Hablas español o inglés? Francés. Bonjour. Bien. Oasis Camp El Marech. El Marech. Yeah. Also eigentlich sagt er mir jetzt, das ist dort, wo ich gerade hergekommen bin. Aber ich habe nichts gesehen. Irgendwo bin ich falsch abgebogen, den falschen Spuren in der Wüste gefolgt. Chakala, chakala. Ja. Aber ich sollte letztendlich dieser Straße folgen, um dann in einem Ort anzukommen, wo mein verabredeter Tourguide Brahim auf mich wartete und mich zum Camp bringen wollte. Das hatte ich eigentlich von zu Hause aus schon arrangiert, um dort Sand- und Wüstenfahrtraining zu bekommen. Salam alaikum. Aber erst einmal brauchte ich noch etwas Sprit. Frische Ziegenköpfe waren übrigens auch gerade im Angebot. Der Sprit war ganz frisch, direkt aus den Flaschen und drin vom Fass. Na, wie geht's dir? Na ja, mach ich mal weiter. Ja. So. Auberge Camping mache ich. Incredible. Ja, was habe ich denn jetzt gefunden? Ein Schild. Das, was ich gesucht habe. Nur von der anderen Richtung. Kommt gerade Verkehr vorbei hier. Na? Schönen Tag noch.
Road sign. Ich hab es gefunden. Da gibt's einen Pool. Da springe ich nachher noch rein. Mein Zimmer für heute. Da steht ein Vorrat Nummer 14. So, wunderbar. Hier ist schön kühl drin. Bad mit Dusche im Turm. Ja. Das reicht. Decken gibt's genug. So, mal kleine Inspektion, was ist alles kaputt? Also zuerst mal, da beide von diesen Zippern sind im Eimer. Hat jetzt ein paar Jahre gehalten, 5 Jahre hat es gehalten, jetzt geht der ganze Scheiß kaputt. Okay, so, die Schraube ist immer noch gut, wie sie war. Da sollte alles gut sein. Nichts festgestellt, was irgendwo wäre. Auch gut. Das hier ist totaler Scheißdreck. Das wackelt und funktioniert nicht. Rotz. So, der Nebelscheinwerfer abgebrochen. Vorhin mal beim Sturz. Das Ding hier ist umgebogen. Naja, gut. Nicht so schlimmes. Ölstand. Naja, ich stehe hier schräg. Müsste ich mal ein bisschen Öl auffüllen. Ein bisschen wenig Öl. Sonst eigentlich alles soweit okay. Hat ja gestern ein bisschen Öl verbrannt. Da, wo ich auf der Seite lag. Brahim ist da. Foto Jawa. Afrika. Foto Jawa. Gasoline. Schub Miki. Foot 40. Body King Tiger. Braucht er übrigens dort nicht gleich zu bezahlen, erst morgen, also am nächsten Tag, denn ich hatte überhaupt gar kein Bargeld mehr dabei. So, festgefahren. Bin mal hier hochgebrettert mit dem Königstiger. Mal sehen, wie ich wieder rauskomme. Thank you.
Ibrahim, der weiß, was er tut. Und der hat das auch nicht zum ersten Mal gemacht, auch nicht mit so einer GS. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der zum ersten Mal in die Wüste kommt, sich so einen Tourguide wie Ibrahim zu nehmen, um sich erstmal die richtigen Techniken zeigen zu lassen, zum Fahren durch den Sand und so weiter. Und auch am Ende, wie man es wieder ausgräbt, natürlich. Zu meiner Entschuldigung, der Mann wiegt natürlich auch nur die Hälfte von mir, ja. Afrika! Oh. Sahara! Sahara, willkommen in Sahara und Marokko! In der Sahara, Marokko! Afrika! Awesome! Der nächste Morgen, das Frühstück. Und ich war quasi der einzigste Gast im Hostel. Diese Skulpturen, die stammen von einem Entenclub. Die kommen jedes Jahr aus Frankreich und basteln immer was aus kaputtgegangenen Teilen. Die are owned by somebody or they are wild? Nomad. Ah, they are Berber. There is somebody with them. Let me pass! Wir sind jetzt unterwegs in Richtung Merzouga, ca. 150 Kilometer quer durch die Wüste und das letzte Stück nachher noch Landstraße, denn ich brauchte unter anderem auch einen Geldautomaten, um mal wieder Bargeld abzuheben. Mitten in der Wüste, Mineralmine. What minerals are this? The mine. But what's this? Das ist Chrom, was sie hier abbauen. Da ist aber Chrom draus gemacht. Okay. Ja, jetzt 50 Meter. 50 Meter geht es hier runter. Ja. 50 Meter. Ja. Hard work, hä? Hier traf ich auf Stego, ein slowakischer Motorradreisender, der hier mit seiner Husqvarna 701 Supermoto unterwegs war. Ibrahim animierte ihn, mit uns mitzukommen. Er hatte überhaupt keine Offroad- und Wüstenerfahrungen, aber er hat sich uns angeschlossen und es gut gemacht.
super. Are you good? Are you good? So. Mami! The first thing is to do a photo. Vor Sidi Ali, unserem Übernachtungsort, noch diese Kamelfamilie getroffen. It's a gas station. All filled up. Ja, die GS hat inzwischen schon doch ein bisschen gelitten hier und da. Der rechte obere Sturzbügel war verbogen. Da musste ich erstmal rustikal Hand anlegen. Einige Franzosen waren eingetroffen mit Autos und Motorrädern. Nächsten Morgen ging es für alle weiter. Stego und ich zusammen mit Brahim und die ganzen Franzosen mit ihren Autos und Motorrädern in Richtung Saruga, ca. 100 Kilometer entfernt. Brahim hatte zwei Motorradfahrer gesehen, die ca. 1 Kilometer links neben uns fuhren und dort sollte sehr tiefer Sand sein. Er wollte ihnen helfen. Thank you.
Da kommen sie jetzt gerade zu uns. Auch zwei Franzosen. Die Drohne hatte übrigens sehr stark mit dem Wind zu kämpfen. Es war wirklich sehr stürmig. Genau hier, wo sie. Da ist sie gebrochen, genau hier kommt's raus. Ja, halb so wild, Bremsen brauchen wir nicht. Abschied von Brahim, aber er organisierte mir noch die Werkstatt in Zaruga. Ricky, hallo. Schaut mal, wer auch da war. Leon! Lalalala. So. Der ganze Scheiß muss runter, um die Bremsleitung zu wechseln. Mann, oh Mann. Hoffentlich fährt er nachher noch hinterher. Is hopefully not your first GS you're working on. No, always. Most seen here. Fortsetzung folgt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Schreibt einen Kommentar. Abonniert den Kanal. Und nicht die Glocke vergessen zu aktivieren, damit ihr immer schöne Benachrichtigungen bekommt, wenn neue Videos kommen. Und die kommen bald von vielen neuen Abenteuern. Bis dann. Ciao.